Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms Reborn, ein City Builder im Early Access, der wirklich, wirklich gut ist, der Star-Allüren hat in meinen Augen und etwas von Anno hat, etwas von Civ hat, von vielen, vielen Dingen. Unlocked Influence Points to use Claim a Lands. Okay. Okay, entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung. Ich bin wieder für euch da. Ich habe nochmal nachgeguckt. Die Influence Point werden generiert von der Town Hall und der Population. Ich mache nochmal auf Pause, dann kann ich euch das besser erklären. Und von den Luxury Consumptions. Wenn wir das erhöhen, würde ich also erwarten, wird es besser. Nun, wozu sind die gut? Die werden generiert und wir haben einen maximalen Speicher von 1147. Wenn wir das erhöhen, dann können wir damit hier entsprechendes Land kaufen, Claim Province mit den Influence Points, also Einflusspunkte sind es im Prinzip. Und wir können auch Sachen, ich vermute, das wird in Zukunft auch noch steigen, hier bei unserem Nachbarn machen. Wir gehen auf Diplomatie, hier geht es aktuell nichts, Marry Daughter or Son würde noch gehen. Es steht in der Beschreibung drin, dass wir die auch vasalisieren können. Wie das genau funktioniert, vielleicht gibt es noch ein Diplomatiegebäude in Zukunft. Schauen wir uns das mal gemeinsam an, würde ich sagen. Aber aktuell können wir mit diesen Punkten hier neue Sachen kaufen. Deswegen würde ich das für das mal übrig lassen. Das ist so ein Slot, wo ich sage, ja, den kann man sich mal in Zukunft kaufen. Wichtig ist aber tatsächlich der Slot hier mit 120 Nahrung. Wir haben nur 160, um danach diesen Slot hier zu bekommen. Und übrigens in der neuen Version, die wir hier spielen, können wir Tunnel bauen. Und dann würde ich gerne einen Tunnel hier unten durchbauen. Ich hoffe, das klappt. Ich bin sehr gespannt. Weiter geht's. A caravan has arrived. They wish to buy any goods from you. Okay, das können wir machen. Trade bitte. Und ja, was können wir denn verkaufen? Steel Tools ist schwierig. Das Problem ist, wir produzieren noch keine. Das halte ich tatsächlich für schwierig, die zu verkaufen. Wir könnten nochmal Medizin verkaufen. Das Leder 91, dann verkaufen wir mal 10 Leder, würde ich sagen. Steine können wir eigentlich auch verkaufen, da produzieren wir auch genug von. Wheat würde ich auch ungern verkaufen, da wollen wir Bier mit brauen. Ja, ich würde sagen, wir lassen das lieber so. Ja, genau. Genau, wir lassen das so. Trade. Okay, das bringt uns mehr Gold. Was ich übrigens nach wie vor nicht rausgefunden habe, warum unsere Papaya-Produktion jetzt hier stockt. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen mal die Person raus. Und werden die mal neu anschmeißen. Das habe ich gemerkt, ist bei Early Access Games immer eine sinnvolle Sache, wenn man einmal die Produktion kurz stoppt, um ihn so quasi neu zu triggern, dass er das Ganze neu beginnt. Vielleicht hat er auch ein Problem gehabt, dass es keine Papaya-Bäume gab in Vergangenheit. Ich weiß es nicht. Wir können hier aber übrigens auch mal gucken, ob es jetzt möglich ist, Non-Fruit Trees hier abzuholzen. Nein, überhaupt nicht. Okay, dann lassen wir das mal. So, Fruit Gatherer, Hunting Lodge brauchen wir nicht. Potter brauchen wir auch nicht. Fruit Gatherer auch nicht. Da haben wir eigentlich schon eins von. Mushroom brauche ich eigentlich auch kein zweites. Pass. Bierbrauerei, Fruit Gatherer, Furniture Workshop. Lasst uns den kaufen und dann brauchen wir auf jeden Fall in Zukunft ein neues Holz. Gebäude. Ich würde nämlich gerne hier oben noch mehr abbauen. Das heißt, hier oben werden wir Holz oder Bäume pflanzen und entsprechend den Furniture Workshop hinstellen, dass wir uns hier oben mal eine stabile Holzproduktion aufbauen. Denn das ist mir im Moment doch ein wenig zu heikel, alles, was wir hier haben. So, dann wollen wir mal weitermachen. Wir brauchen eine Brauerei. Das ist der nächste Punkt.
Und die setzen wir einfach direkt hier unten mit dran. Ich würde sagen, hier machen wir jetzt so ein bisschen unseren Produktionsbereich auf. Er ist auch gleich fertig. Sehr schön. Employ. Das ist die Frage, setzen wir das hier hin? Oder wir machen das anders. Wir bauen schon mal eine Straße hier hoch. In die Richtung. Hier haben wir ja Platz und setzen ihn daran. Sehr schön. Und ich vermute, die Pig Ranch cannot be built on desert. Ah, okay. Wir können sie aber hier bauen. Wie sieht es denn überhaupt aus mit unseren Leuten? Wir gehen mal die ganzen Gebäude einmal kurz durch. Also hier gibt's Jobs, da auch. Da könnte man, okay, das sind Bilder, das zählt nicht. Das wird auch noch gebaut. Das wird auch noch gebaut. Das wird auch noch gebaut. Wenn ich jetzt in die Statistik gehe, sehe ich hier nichts, was Jobs angeht. Open Jobs oder Closed Jobs oder irgendwie sowas. Das finde ich ein bisschen schade. Das sollten sie vielleicht nochmal hinzufügen. Das fände ich ganz praktisch. Okay, dann machen wir einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass er jetzt hier... Er produziert immer noch nicht und ich habe wirklich keine Ahnung, warum. Vielleicht gehen wir mal... Vielleicht ändern wir mal das Produktionstarget. Oder gehen auf Set Production Target. Ich weiß es nicht. Was hat er hier? Orange. Ah, okay. Jetzt hat er Orangen. Wir versuchen es mal so. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, warum er jetzt nicht produziert. Mal gucken. Wir haben Mushrooms hier. Wir haben die Schweinefarm hier. Storage too far. Okay, das ist ja überhaupt kein Problem. Das können wir dir hier hinbauen. So. Mit den Häusern scheint das übrigens tatsächlich zu funktionieren. Wer gibt denn... Ah, okay. Das heißt, die Reichweite geht noch. Alles klar. Sehr gut. Was ich mal gucken möchte, die brauchen jetzt... Wo steht's? Fuel 6 Holz. Und er braucht 7. Das heißt, die brauchen sogar weniger Holz. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall... dafür sorgen, dass die Häuser geupgradet werden. Ja, sehr gut. Was ich momentan auch merke, dass die Produktivität von diesen Sachen nicht ausreicht, um alle zu versorgen. Aber wir sehen das hier, wir haben im Prinzip dauerhaft 0 im Lager. Das heißt, die 10 reichen aus, um hier wirklich effektiv 2 Häuser zu versorgen. Das ist ein bisschen schwach. Das heißt, hier müssten wir auf jeden Fall weiter aufrüsten. Wenn das nochmal kommt. So, wie sieht es mit Papayas aus? Wird hier jetzt weiter produziert? Immer noch nicht. Okay, also ich würde tatsächlich vermuten, dass das ein Bug ist. Entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung. Ich bekam tatsächlich einen Anruf. Und ich habe ein bisschen weitergebaut ohne euch. Hier oben habe ich, wie besprochen, ein... Holz, ein Forester hingebaut. Und er brauchte noch 2 Häuser. Eine Sache, die mich mal interessieren würde, wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir haben ja überall Storage Space. Wir haben jetzt hier oben. Hier wird unsere Holzproduktion demnächst laufen. Und hier ist ein Lager, hier oben ist ein Lager und ganz unten ist ein Lager. Wir haben jetzt im Prinzip, wenn wir mal rauszoomen, unsere Stadt so ein bisschen aufgeteilt in aktuell 3 Provinzen. Holz, ich sag mal der allgemeine Stadtteil und hier unten so ein bisschen möchte ich die Produktivität haben von Nahrungsmitteln. Wenn die Nahrungsmittel jetzt hier in diesem Storage sind, müssen die Leute dann wirklich immer zu dem Storage hinlaufen, wo sie es aktuell haben. Oder reicht es, wenn sie, keine Ahnung, Papayas wollen, hier hingehen und dann das global gültig ist? Denn es geht ja aktuell in einen großen Behälter und es gibt auch nur einen Storage Space. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob der Storage Space
allgemeingültig ist. Das heißt, wenn ich hier reingehe, kriege ich Papayas, obwohl keine Papayas drinne liegen. Oder ich muss mir das wirklich immer... Oder ich muss mir das wirklich immer hier oben holen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber wir machen jetzt mal weiter. Und wir sind im Early Winter. Eieiei. Also unsere Papaya-Produktion hat hier ja mal wirklich... Upsala gifted you with 100 for good relationships. Ah, okay. Quest complete. Alles klar. Wer ist denn... Wer zum Henker ist denn Upsala? Das ist Hastein. Die verbreiten sich aktuell auch nicht. Das ist gut. Rü ist hier oben. Upsala. Ah. Da vorne. Wir können ja mal gucken, wie die KI momentan baut. Die haben also hier einen großen Storage Space. Die haben natürlich auch keine Probleme so richtig mit Nahrung, ne? Die haben hier massenweise Nahrung. Haben die schon Kohle? Ich fasse es nicht. Tatsache. Und Eisen haben sie auch. Eieieiei. Okay, die sind natürlich schon ziemlich weit. Was gibt's hier? Gemstone. Okay, cool. Das müssten sowas wie Diamanten sein oder sowas. Da unten im Berg sind die. Sehr cool. Okay, dann weiter geht's. Ich würde hier mal gern wieder auf Auto gehen und gucken, ob das eventuell besser klappt. Minus 6 Grad. Ah ja, jetzt müssen wir natürlich mal hoffen, dass unsere Nahrung reicht. Aber er produziert hier eigentlich munter weiter, ne? Ja, genau. Improved Fishing Tools. Ah, schwierig. 36 produziert er, weil er ja schon sehr effizient ist. Und er produziert 54. Oh, dankeschön. 708. Oh, dann lasst uns doch mal gucken, ob wir jetzt tatsächlich im Winter diese Provinz hier kaufen können. Nee, die ist natürlich extrem teuer. Klar. Luna has been upgraded to Level 2. Ja. Okay, das sollte man vielleicht mal ins Auge fassen, dass wir das hier auch machen mit 1000. Cooperative Fishing. Plus 10 Fischproduktion, wenn 2 oder mehr Fischer drinne sind. Das sollten wir mal machen. Global Slot Card. Ah, okay. Na, das ist jetzt schwierig. Können wir sehen, Desert Pilgrim, das müsste... Das dürfte eigentlich noch keinen großartigen Einfluss haben. Wir gehen mal auf das Haus hier. Okay, das hat aktuell ein Income von 0. Klar, da wohnt auch niemand. Die haben alle 11. Die sind definitiv... Nee, komm. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir die Karte raus. Ja, ich weiß. Kooperatives Fishing. Und dann werden wir hier oben direkt die Library planen. Ja, einmal dahin bitte. Beziehungsweise die hat einen Radius. Ja, dann sollten wir das hier planen und hier in dem Bereich tatsächlich weitere Gebäude bauen. Dann könnten wir auch in Zukunft die Desert-Karte benutzen. Beziehungsweise wir können das natürlich auch hier hinsetzen. Ja, das machen wir. Dahin. Dann werden wir die Straße hier weiterbauen. So. Dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, hier eine neue Karte zu bauen. Und... Ah, schade, das können wir nicht auf... Das hatten wir schon mal, ne? Das können wir da nicht bauen. Ah, so schräg... Nee, das lassen wir noch. So schräg versetzt, das nee, das gefällt mir nicht. Was wir nochmal gucken, wie das hier aussieht. Kill when above full, kill all. Ich denke, das ist der Zeitpunkt, wann wir die Nahrung erhalten. So. Was können wir denn hier machen? Also, die Taverne. Ja, die würde ich tatsächlich gerne haben. Damit wir mehr Leute bekommen. Mindstone from Mountains. Boah,
brauchen wir eigentlich nicht, oder? Also mit Stein haben wir jetzt im Moment so überhaupt keine Probleme, würde ich sagen. Also wirklich gar nicht. Kohlemine ist noch in weiter Entfernung. Ich würde sagen, im Moment die Taverne macht am meisten Sinn. Dann können wir die eigentlich auch direkt mal platzieren. Das ist ja cool. Die hat ja eine riesige Reichweite. Dann setzen wir die doch da unten hin. Ja. Da kommt die hin. Und dann werden wir hier weitere Häuser bauen. Okay, weiter geht's. In diesem wunderschönen Winter werden wir mal das Spiel auf langsam machen. Und mal anfangen, von ganz unten, von der Fishing Lodge, durch unser Haus zu gehen. Durch unser Dorf zu gehen. Hier unten wird Fisch gefangen für mittlerweile 28 treue Bewohner. Und wir gehen hier hoch. Hier wird irgendwann mal ein Builder gebraucht. Wir gehen hier weiter an unserer Claymine vorbei, die hier gerade Pottery produzieren, also im Prinzip so Tonkrüge und sowas. Durch den verschneiten Wald in unsere kleine Siedlung. Hier werden Pilze produziert für die Leute. Hier gibt es mittlerweile schon eine ganze Menge Tier 2 Häuser. Da können wir gleich mal schauen, wie das da aussieht. Hier werden weiter Fische produziert. Und wenn wir weiter Richtung Norden laufen, kommen wir in unserer Schweinefarm vorbei. Zurück zu unserer kleinen Siedlung, die wirklich hübsch ist mittlerweile, wie ich finde. Und weiter geht's über unseren Marktplatz. Zur Linken arbeiten die Leute und schlagen die Steine. Hier oben gibt es so ein bisschen, ich würde sagen, ja, das ist so ein bisschen der Innenstadtbereich. Hier gibt es ein Statistikbüro, hier gibt es einen Holzfäller und noch andere Sachen. Und hier gibt es übrigens auch ein Employment-Büro. Set Job Priority. Da gucken wir gleich mal rein. Und wenn wir hier hoch weitergehen, sehen wir noch etwas, was im Bau ist. Hier wird eine Straße gebaut. Zwei Häuser sollen hier gebaut werden. Storage Space und viele andere Sachen, damit wir hier in Zukunft vernünftig Holz abbauen können. Und das sollten wir auch tatsächlich mal machen. Wir sind nämlich nur noch bei einem Holz. Und wir sollten jetzt mal hier die ganzen Trees mal schlagen. Na, komm. Einmal zu Cheese bitte. Und dann können wir hier mal anfangen, das Holz wegzunehmen. Okay, weiter geht's. Und wir gucken uns mal die Job Priority an. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Fruit Gatherer. Ah, da ist nichts drin. Deswegen. Research complete. Okay, einmal in die Pause. Das gucken wir uns gleich an. Unlock Trading Post. Would you like to buy a Trading Post card for... Ja, auf jeden Fall. Nein, nochmal nicht. Nein. So, jetzt verstehe ich auch das Problem. Okay, die Hunting Lodge. Alles klar, im Fruit Gatherer war einfach stumpf keiner drin. Deswegen haben die auch nichts produziert. Die Frage ist jetzt, ob wir diese Hunting Lodge hier wirklich noch brauchen. Ich würde nämlich sagen, nicht. Dann lasst uns das so machen, dass wir die wegnehmen. Cartent is full, demolition failed. Wie bitte? Das ist ja ärgerlich. Ach Leute. Dann würde ich tatsächlich mal sagen, wir nehmen mal die Buy Wood Card. Ja. Dann haben wir wieder ein bisschen. Und dann gehen wir hier unten hin. Vernichten das, kriegen die Karte zurück. Finde ich extrem cool. Und dann haben wir genug, um das hier zu priorisieren. Wobei ich mich jetzt frage, warum hier jetzt keiner arbeitet. Denn wir haben ja die Priorität auf ganz oben. Ja, Das Immigration Office... Das reicht eigentlich, wenn da nur einer arbeitet. Da braucht nicht zwei arbeiten. Da auch, das passt. Und hier müssen wir auf jeden Fall zwei rein haben. Employment Büro, okay. Ich denke, das passt. Dann gehen wir mal weiter. Builders 12, Laborer 0. Ah, Leute. Also das scheint hier noch nicht so gut zu klappen. Dann gehen wir mal ein bisschen hoch. Wir brauchen auf jeden Fall...
5 Laborer. Ich meine, es macht keinen Sinn, wenn wir nur Builder haben, aber keine Laborer haben, weil wir kein Holz haben. Okay. Research, das haben wir vergessen. Trading Port und Trading Post. Der Unterschied ist natürlich, dass der eine auf Wasser gebaut wird und der andere nicht. Was haben wir denn? Spy, Mushroom. Das würde ich tatsächlich nehmen. Wir haben ja Mushrooms. Und jetzt können wir auch mit Shift... Nee, können wir nicht. Danach werden wir Medical Herb Seeds nehmen. Beziehungsweise das sollten wir wahrscheinlich zuerst nehmen. Denn hier geht es doch verdächtig weit runter im Moment. Okay, weiter geht's. So, dann lass uns mal beobachten, wie das jetzt hier drin läuft. Hier gibt es immer noch keine Leute. Ja, wir haben kein Fuel. Da oben wird hoffentlich demnächst... Ah, wir haben... Upsala, heißt bin Upgrade Level 2. Ja, das müssen wir auch irgendwann mal machen. Aber wir haben das Problem, dass wir wirklich keinen Treibstoff mehr haben. Hier sollte jetzt aber Holz geschlagen werden. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir machen die Builder Mode einfach mal komplett weg und werden hier mal auf 7 Laborer setzen. Das finde ich ganz gut. Okay, neue Karten. Wir, würde ich sagen, können die Hunting Lodge verkaufen. Und dann lasst uns mal gucken, was es hier gibt. Also, Sell Food, 13 Food. Was soll ich denn da verkaufen? Nein. Trading Port brauchen wir auch nicht. Trading Post habe ich. Brauchen wir also nicht. Oh Mann, das sieht ja echt grenzwertig gerade aus. Essen 13. Die Fischer produzieren munter weiter. Und diese gehen alle in Richtung Level 2. Unsere Mushroom-Produktion läuft auch. Und die Produktion hier von der Pig Ranch läuft auch. Also es läuft alles, aber wir haben immer noch kein Essen. Und Early Spring, ja, wir kommen langsam in den Frühling rein. Das sieht doch ganz gut aus. Wie sieht's hier aus? Fruit Gatherer, jetzt hat er wieder 2. Okay, also da muss der Entwickler auf jeden Fall noch mal ein bisschen dran arbeiten. Auch die Automatik Priority hier unten, die funktioniert im Prinzip eigentlich noch gar nicht. Auch die Verteilung hier würde ich mir noch ein bisschen anders wünschen. Aber jetzt hat's ja eigentlich geklappt. Die Bierbrauerei ist noch bei 0. Dann würde ich sagen, schieben wir die mal ganz nach unten. Ein vor dem Immigrationsoffice. Ich denke, das passt. Nahrung ist niedrig. Jetzt gucken wir mal, ob alle, die Nahrung haben, hier drin sind. Fruit Farming Mushrooms. Fishing ist drin, die Pig Ranch. Ja, die sind auch alle oben. Das passt. Ja, das passt. Well done, your first house has a level 3. Wow. Welches Haus hat denn Level 3 erreicht? Level 2, Level 2, Level 2. Boah, das sieht ja cool aus. Und hier haben wir übrigens jetzt wesentlich mehr Sachen, die wir bauen können für Tier 2. Guckt euch das mal an. Ein doppelstöckiges Haus. Ist das nicht hübsch? Wirklich, wirklich schön, das Haus. Dann lass uns mal hier gerade reingucken, während das weiterläuft. Und wir könnten jetzt Archer Barracks bauen. Okay. Militär soll hier in dieser Version noch nicht so weit ausgebaut sein. Das soll in Zukunft noch kommen. Deswegen würde ich tatsächlich jetzt da erstmal nichts drauf geben. Mich interessiert tatsächlich eher der Bereich hier. Aber wir haben auch eigentlich nicht wirklich Häuser, die ausgebaut werden können, so richtig. Und was mir auffällt, wir haben auf jeden Fall zu wenig Weizen hier unten. Das heißt, wir sollten definitiv hier in Building reingehen und hier noch eine Weizenfarm bauen. Und das geht wahrscheinlich wieder nicht, ja.
Genau. Dann bauen wir hier nochmal eine Weizenfarm. Ja, weil es rot ist. Okay, Combo Level 1. Das Problem ist wirklich, dass jetzt hier... Ach, das geht nach Größe, okay. Das heißt, hier müsste noch einer drin arbeiten. Dann machen wir hier mal einen raus, dass hier nur einer drin arbeitet. Das ist im Moment, das ist tatsächlich nicht so wichtig. Okay, Food 28. Da haben wir natürlich jetzt ein Problem, weil wir den Bereich hier kaufen wollen. So, einmal hier reingucken. Cargo Burner Trading Port, das hatten wir. Da würde ich sagen Pass. Dann schauen wir mal hier. Library haben wir. Kohlemine. Ah, Bywood. Ich würde sagen, wir nehmen das mal für Notfälle wie im letzten Winter mit. Und wie es weitergeht, wie es mit unseren Nahrungsmittelreserven weitergeht, ob wir es schaffen, die Häuser weiter auszubauen, seht ihr in der nächsten Folge. Und denkt dran, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben geben und abonnieren. Fände ich cool. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategie-Nerd.